Hallo Leute, es geht weiter mit der Orden der Rotkäppchen. Wir sind ja ein kleines, großes Stückchen weitergekommen und es geht wieder direkt los am Anfang des Parts mit Wimmeln. Ich soll einen gläsernen Schuh finden und den habe ich auch direkt und Schnörkelkram. Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. So, da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Das auch? Nee, das nicht. Da aber. Jetzt eigentlich nur noch zwei Teile. Einmal dieses lange Ding und einmal dieses kleine rundliche. Da ist dieses Teil jetzt nur noch das hier. Das ist bestimmt hier irgendwie getarnt. Das hat so weiße Punkte. Das ist es nicht. Ist das hier irgendwo? Also es wird irgendwo, ja, so irgendwo entlang gehen. Hier ist es. Ich dachte jetzt eigentlich, das wäre wieder so am Rand irgendwo dran. Das ist eigentlich immer richtig fies, dann sieht man das kaum. Ein Glasschuh. Welch bezaubernde Kürbiskutsche. Warum ist sie hier? Da sitzt keiner drin. Ist das nicht die Kutsche von Cinderella? Die runden Symbole, die die Göttinnen eigentlich... Ja, könnte sein. Die runden Symbole, die die Göttinnen eigentlich haben sollten, sind anscheinend verschwunden. Lebt der Besitzer der Kürbiskutsche in diesem überwältigen Glaspalast? Es ist doch bestimmt ein Hinweis auf die Cinderella-Geschichte. Die nach Rotkäppchen kommt. Okay, wir haben Glasschuh. Wie ist denn das hier mit Chamäleon? Da? Nee. Oh, immer wenn so ein Stern blinkt oder so, denke ich, da ist jetzt was. Na gut, dann nicht. Gehen wir nochmal hier hin. Können wir hier irgendwas noch machen? Nee. Muss ich dann ganz zurück wieder oder ist es falsch, wenn ich jetzt zurückgehe? Interessanter Bereich ist auf der linken Seite. Dann soll ich da jetzt doch nochmal hin? Nee. Bin ich ja irgendwie falsch hier. Wo ist denn dieser interessante Bereich? Ich bin immer auf der rechten Seite irgendwie. Ich glaube, ich bin falsch hier. Hier bin ich auch falsch. Und jetzt soll ich nach links? Ist denn hier irgendwas noch, wo ich was machen kann? Kann ich hier diesen Schuh irgendwo vielleicht mal hinsetzen? Ah, hier gibt es noch was. Hier ist der interessante Bereich. Sonne, Mond und Sterne. Sag ich nur. So, alles, was mir ins Auge fällt, was aussieht, wie als könnte man es einsammeln, sammle ich auch ein. Und da wir hier so bei Sonne, Mond und Sternen sind, habe ich schon alles. Yeah! Gut, das ging jetzt richtig schnell und ich habe kaum hingeguckt. Aber auch, wie gesagt, nur weil das so aussieht, als kann man es einsammeln. Hier. Hier, sie will einen Schuh. Genau, stimmt. Da war ein Fuß, der einen Schuh wollte. Was haben wir jetzt? Märchenland-Insigne und Erdenland-Insigne. Ich kann mir vorstellen, dass wir das jetzt da hinten ranbringen sollen. Ab durchs Portal. Das letzte Parabelteil. Das letzte Parabelteil. Das hören wir uns natürlich jetzt an. Die gefallene Schwester. Das ist die letzte. Some years ago, two childhood friends, Teresa and Eldra, were nominated to be the next elder sister in the Order of the Red Riding Hood Sisters. Calm and reliable, Teresa was widely regarded to be the favorite for the position. Seeking to prove her superiority, Eldra ventured into the fabled Mist Kingdom and defeated the Wolf Lord. Her victory gained her the White Wolf Talisman, a powerful relic
which amplifies the user's negative feelings and grants the user special magical powers and command over the Mist Wolves. Sensing its imminent destruction by Eldra, the talisman struck, magnifying Eldra's ambitious feelings by a hundredfold and tempting her with its power. Corrupted by the talisman, Eldra plotted to use the seven moonstones to bring eternal night, bridge the Mist Kingdom to ours forever, unleash her Mist Wolves, and rule the world as the Wolf Queen. Also ist unsere Feindin quasi nur die Schwester? So sehe ich das. Lebt der Besitzer? Nee, hatten wir schon. So. Auf dem Schild steht Schmiede mit der Kraft des Nebels. Können wir den Bogen hier wieder hinlegen? Ah. Oha. Jetzt haben wir hier einen Nebelbogen. Was kann ich denn Tolles mit dem machen? Oh, hey. Freunde, was macht ihr denn alle hier? We can't let the world fall into eternal darkness. We must prevent the Wolf Queen from merging the stones with the moon essence. Now I can have my revenge for the loss of Teresa. The sisters are ready. We await your orders. I've been betrayed by Eldra. I will do what I can to stop the Wolf Queen. Ja, aber das wird ja die Schwester sein. Dichter Nebel verdunkelt den Thronsaal. Habe ich etwas, mit dem ich den Nebel verdrängen kann? Ja, hab ich. Und die sind alle voll cool hier. Deren Outfits und voll taffe Mädels. So. Los geht's. Oh, was? Was soll ich jetzt machen? Was mache ich denn jetzt? Nein, der soll da rüber. Hallo? Ich muss die rüberbringen zu den richtigen Schwestern, aber ich weiß nicht wie. Der soll rüber. Und der muss hier rüber. Und der soll da rüber, genau. Und der muss hier rüber. Nee, geh mal da lang. Der soll da rüber. Oh Mann. Und der soll da rüber. Geh da rüber. Hä? Oh, wie mache ich denn das? Ich kann ja immer nur da drücken, wo es gelb ist, oder? Kann der mal rüber? Geh mal rüber. Ja, und den kriege ich jetzt... Ach, den kriege ich trotzdem rüber. Okay. Ja, geh da rüber. Oh, auf den habe ich nicht aufgepasst. Sterben die jetzt bei mir alle hier, die Rotkäppchen, weil ich das nicht schaffe? Geh rüber. Ja, nein. Da. Geh doch mal. Wie machen die das denn nicht? Jetzt ist wieder zu spät hier. Check das nicht. Bin zu blöd für das Rätsel. Ja, und der Gelbe jetzt rüber, da auch rüber. Schön. So. Nein. Rüber. Nee, das war's auch schon wieder hier. Das klappt super gar nicht. Habe ich es dann doch geschafft, ja? Kill them.
I am sorry it has come to this, Eldra. Detective, this world is collapsing. We need to leave now. I never meant for this to happen. The talisman's control was too strong to resist. I only wanted to be the elder sister. Your desire for power brought you to this fate. But it pains me to lose you, Eldra. I'm glad you're here with me. Das Nebelportal ist geschlossen und diese Welt zerfällt. Ich muss unverzüglich verschwinden oder ich bin hier für immer gefangen. Okay, dann muss ich jetzt hier weg. Und hab Pech. Dann gehen wir mal. Thank you, Detective. You saved us all. Since the Moon Essence was destroyed, our world is no longer threatened with eternal darkness. Ruth, the sisters and I have decided to elect you, our bravest member, to be the new Elder Sister. Thank you, sisters, for this honor. We found some wolf pups. Why don't we raise them to work with us, rather than against us? Let this herald in the dawn of a new era between our sisterhood and the wolves. Vier Jahre später. Ja, das war's mit Dark Parables, dem vierten Teil der Orden der Rotkäppchen. Das war sehr, sehr schön. Ich würde das jetzt eigentlich gerne durchlaufen lassen, weil ich mag ja so Credits. Vor allem sind die Bilder hier auch sehr schön animiert diesmal. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so die Bilder bei den Credits so am Ende so schön sehen. Das macht das Ganze echt wie so ein kleinen Märchenfilm, den man gesehen hat. Ich überspring's aber. Denn wir können uns ja das vielleicht auch am Ende nochmal angucken, die Credits. Oh! Ach, wieder die Vorschau. Ja, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir auch den Bonus-Inhalt freigeschaltet. Die Vorschau auf den nächsten Teil, das wird die Geschichte von Cinderella sein. Darauf freue ich mich natürlich schon. Aber jetzt beginnen wir mal direkt das hier. Vor langer, langer Zeit lebte ein spitzbübischer kleiner Junge im Nebelreich. Er liebte es, vor allem den ahnungslosen Händlern am Marktplatz Streiche zu spielen. Eines Tages spielte er einen Streich zu viel und geriet mit seinem Vater in Schwierigkeiten. Ja, wir sind jetzt hier im Bonuskapitel. Geht direkt los. This is the third time you have tricked the villagers. You have given them a lot of trouble. This time I will not let you out until you promise never to tell lies again. Ja, jetzt habe ich zwar die Credits und das alles unterbrochen, aber ich finde, es ist ja noch genug Zeit, in diesem Part auch damit schon direkt zu beginnen. Also finde ich, machen wir das mal. Setze dieses Skelett wieder zusammen. Mal gucken, was hier in diesem Bonuskapitel so passiert. Muss ich jetzt von unten anfangen? Ich nehme mal an. Nee. Auch das nicht. Braucht die Oberschenkelknochen. Sind das die? Oder die? Ich blicke hier nicht durch, welches diese. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Kann ich das nicht einfach mal machen? Nein. Wieso? Dann ist es doch richtig. Hä? Hm? Ist der das nicht? Das ist der da? Da hinten? Ja, irgendeiner wird ja wohl mal passen müssen. Wollt ihr mich verarschen hier, oder? Hä?
Da zeigt er doch auch den Oberschenkel an, dann ist das doch richtig. Ich kann natürlich auch erstmal weitermachen mit der einen Seite, aber ich glaube auch nicht, dass das so klappt, so einfach. Möchtest du vielleicht mal deinen anderen Oberschenkel haben oder nicht? Du Affe, du. Hä? Muss ich hier die richtige Seite wählen? Bin zu blöd. Ja, das ist schön. Ich bin zu doof, um mein Skelett zusammenzubauen. Ich hasse sowieso Skelette zusammenbauen. Bei Black Mirror weiß ich noch, wie ich da ewig dran gehangen habe, bei Black Mirror 3, dieses Skelett da zusammenzubasteln. Das Problem ist, dass er hier gerade gar keinen mehr nimmt. Von daher ist es irgendwie echt kacke gerade. Mach das doch mal. Warum geht denn das nicht? Und warum ging das gerade eben? Ja, setz den doch. Vielleicht muss ich genauer zielen hier so. Ja, ich muss genauer zielen. Entschuldigung. Ja. Ganz genau daran. Okay, mit ein bisschen Ruhe und Geduld klappt das vielleicht auch. Vielleicht bin ich zu hektisch. Oder vielleicht bin ich auch zu verwöhnt, dass man das normalerweise nicht so genau machen muss. Wo muss ich das ransetzen? Wie mache ich das? Mir fehlt hier halt eigentlich die Wirbelsäule, aber... Das ist die linke Seite. Mach mal das an die linke Seite ran. Das geht noch nicht, ne? Müsste das nicht aber hier jetzt rangehen können? Nicht? Das sind die Hände hier, oder was? Das sind die Hände. Aber das ist doch hier das Stück Wirbelsäule, oder nicht? Ich würde es am liebsten gerade überspringen. Echt, das macht mich voll sauer hier, das Rätsel. Aber ich lasse es. Ich werde es irgendwie schon hinkriegen nach 1000 Stunden. Was kann ich denn jetzt mal machen hier? Ich brauche die Wirbelsäule, Leute. Ich habe hier Brustkorb und... Naja, das sind eher die Schultern schon. Schultern, das muss ja das hier sein. Warum geht denn das nicht ran? Auf was soll ich denn hier genau zielen? Soll ich das mal hier unten hin machen oder... Oder... nach ganz oben eher ansetzen. Hier so hin. Es ging ja gerade eben, indem man halt genau zielt. Aber ich krieg das Ding ja auch breit und nicht längs. Ja, auf wundersame Weise ist das Skelett auf einmal fertig gebaut. Das habe ich jetzt aber doch schnell hinbekommen. Vater muss dieses Skelett in einer der archäologischen Grabungsstätten ausgegraben haben. So, bevor ich jetzt hier frustriert irgendwie dieses blöde Skelett hier ewig hänge. Von der Decke hängen seltsame und wunderbare Beutestücke aus Vaters Erkundungen herab. Geschichtsbücher über das Nebelreich sind hier ordentlich aufgestapelt. Ihre Seiten sind vom wiederholten Lesen schon abgenutzt. Na, sowas. Ja, es tut mir leid, aber manchmal muss das auch mal sein. Schrankschlüssel. Dann eben so. Oh, wir kriegen wieder Tränen der Meerjungfrau. Oh, wie schön, eine Parabel über die Meerjungfrau. Finde ich gut. So, was haben wir? Besen, Stiel, Handschuhe. Ja. Vaters jüngste Schreiben von anderen Nebelreichgelehrten sind an dem Brett hier arrangiert. Um diese Tür zu öffnen, benötige ich einen langen, stabilen Stock hier. Ja, das ist immer so. Where is the talisman? Run, go get help. Ich
wollte nur gerade sagen, das ist immer bei den Filmebildspielen meistens eigentlich so, dass man nicht so alles so ganz genau treffen muss. Wie mit dem Besenstiel, da habe ich jetzt auch nicht genau drauf gezeigt. Und dann ist man so daran gewöhnt. Und deswegen war das jetzt mit dem Skelett irgendwie ein bisschen blöd. Weil man halt daran gewöhnt ist. So. Was suche ich denn jetzt eigentlich noch? Die da? Und dann so Viereckteile. Da, das war das da aber. Und ein braunes Buch? Oder so? Da ist das andere Ding. Das da? Das da. Ach so, und noch mehr Viereckteile, okay. Viereckteile, was ist denn da überhaupt gerade passiert? Ich weiß es nicht. Da sind die anderen Viereckteile. Jetzt habe ich ein Märchenbuch mir gebastelt. Prima. Okay. Das ist König Audon, der fünfte des Nebelreichs, besser bekannt als der gierige König. Was will er von meinem Vater? Vater ist durch die grobe Verhörtaktik des Ritters ohnmächtig geworden. Ich muss ihn irgendwie aufwecken. Ist es möglich, ihn so abzulenken, dass ich meinen Vater erreichen kann? Bestimmt. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir können ja erstmal hier das aufmachen und gucken, was da drin ist. Wolfsamulett und Federkiel. Können wir ihn wachkitzeln oder was? Keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Das machen wir im nächsten Part von Dark Parables im Bonuskapitel von der Orden der Rotkäppchen. Bis dann!